Hallo, im heutigen Video möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du Webinare nutzen solltest, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst. Mein Name ist Gwendoline und du bist hier genau richtig, wenn du Tools und Tipps und Tricks kennenlernen möchtest, um dein Business auch online zu führen. Oder wenn du noch ganz am Anfang bist, vielleicht mit deiner Business-Idee startest, dann dein Business gleich online aufzubauen. Und heute geht es um das Thema Webinare und die sind ganz besonders interessant, auch wenn man noch direkt am Anfang ist. Für alle anderen natürlich auch, aber eben auch für Anfänger. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, denk dran, den Kanal zu abonnieren und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch, über dein Like. Jetzt kommen wir aber zum Thema. Gerade am Anfang, wenn du mit Menschen sprichst, die ihr Business aufbauen wollen oder die vielleicht auch schon ein Business haben, aber eben noch nicht online aktiv sind, kommt als erstes, ich brauche eine Webseite, ich brauche Social Media Accounts, ich muss zu Facebook, ich muss zu Instagram, ich muss zu Pinterest, ich muss, ein Podcast muss auch noch her. Also so viele Sachen, aber keiner sagt, ich muss mit einem Webinar starten. Was eigentlich komisch ist, weil das Webinar ist von all diesen ganzen Punkten, die ich gerade genannt habe, komplett losgelöst. Das Webinar kann ganz autark stattfinden, quasi mit dir, ohne Webseite, ohne Social Media, ohne Podcast, ohne was auch immer du noch so brauchst. Suchst dir eine Software aus und dann hast du die Möglichkeit, direkt mit dem Webinar zu starten. Du gibst dein Thema ein und du kannst dann das Webinar bekannt machen über verschiedene Plattformen, über verschiedene Möglichkeiten, die es im Netz halt gibt. Und ja, deine potenzielle Zielgruppe, deine Zuschauer werden aufgrund des Themas sich zu dem Webinar anmelden. Egal, ob du eine Homepage hast oder nicht. Das ist wunderbar und das hilft dir am Anfang, wirklich direkt in den Kontakt mit deiner Zielgruppe zu kommen. Und da sind wir schon bei Punkt 2. Ich habe das jetzt gar nicht angekündigt. Punkt 1 war die unabhängige Software. Punkt 2 ist deine Zielgruppe. Deine Zielgruppe, die du erreichen möchtest mit deinem neuen Business, die lernst du in einem Webinar oder lernst du nirgendwo so gut wie in einem Webinar kennen, weil du da mit dieser Zielgruppe, mit dieser potenziellen Zielgruppe in den Austausch kommst. Es wird sich niemand zu deinem Webinar anmelden, den das Thema nicht interessiert. Also weißt du, das ist ähnlich wie wenn du zum Beispiel irgendein Produkt suchst und du gehst los und du gehst jetzt auf irgendeine von diesen Verkaufsplattformen, dann gehst du mit einer Kaufabsicht dorthin. So ähnlich musst du das auch sehen mit deinen Zuschauern, die du bekommst. Die wollen vielleicht nicht gleich was kaufen, aber die gehen mit der Absicht dorthin, mehr über dieses Thema zu erfahren. Heißt, sie haben schon ein Rieseninteresse an dem Thema. Also hast du die Möglichkeit, deine Zielgruppe näher kennenzulernen und sie haben auch die Möglichkeit, dich näher kennenzulernen. Und im Chat während des Webinars oder nach dem Webinar im Frage- und Antwortteil kannst du dann alles Mögliche über deine Zielgruppe erfahren und kannst gleichzeitig, und da kommen wir zu Punkt 3, deine Produktideen, deine Inhaltsideen, deine Business-Ideen sogar testen. Kannst einfach rausfinden, interessiert das eigentlich meine Zielgruppe? Oder wollen die doch lieber was anderes? Bin ich da vielleicht komplett auf dem Holzweg? Oder aber du hast zum Beispiel ein großes Thema. Ich nehme jetzt mal, was gibt es da an großen Themen? Nehmen wir mal Ernährung. Da gibt es so unfassbar viele Unterstufen. Und du sagst jetzt, du wolltest eigentlich Frauen helfen abzunehmen. So. Das ist zwar wirklich ganz toll und da gibt es auch eine riesen Zielgruppe, aber das ist so unspezifisch. Welchen Frauen möchtest du dann helfen abzunehmen? Und jetzt kann man das immer weiter runterclustern und du kommst dann vielleicht in eine ganz spezielle Nische und kennst dich da auch noch aus irgendwelchen Gründen wunderbar aus. Vielleicht hast du selber abgenommen oder wie auch immer. Und das hast du aber vorher gar nicht gesehen. Das ergibt sich quasi in deinen Webinaren durch die Kommunikation mit deiner Zielgruppe. Und dann gibst du das nächste Webinar gleich zu dem Thema und wirst sehen, wow, das findet ja einen richtig großen Anklang. Das scheint ja viele Leute zu geben, die dieses Problem haben. Und schon steigst du immer weiter ein. Also quasi geht es von alleine. Du musst dir nicht in deinem stillen Kämmerchen überlegen, oh, wie mache ich das denn und welche, das wäre doch schön und das wäre doch schön. Vielleicht findet deine Zielgruppe das gar nicht schön. Findest du aber mit einem Webinar sofort raus. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, das ist nämlich Punkt 4. Du baust schon deine Community auf. Ja, ich muss noch einmal vorwegnehmen, natürlich wird dir nicht gleich das Webinar, also werden dir nicht im Webinar Tausende zulaufen, das wäre sehr ungewöhnlich, ist bei den meisten nicht der Fall, aber nach und nach werden es immer mehr und du kannst es eigentlich so sehen, jeder Interessierte
ist ein potenzieller Kunde, der nachher dein Produkt kaufen kann. Was wunderbar ist. Genau, und du baust schon im ersten Schritt, bevor du all diese ganzen anderen Sachen am Start hast quasi, also keine Homepage, kein Social Media und so weiter, fängst du schon an, deine Community aufzubauen. Weil natürlich die Personen, die sich in deinem Webinar anmelden, ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Also du baust quasi auch schon deine eigene E-Mail-Liste auf und kannst dann die Person auch zum nächsten Webinar wieder anmelden. Sie können sich jederzeit austragen, so gehört das, aber du hast schon mal eine Startbasis. Es geht schon direkt los. Und damit hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, immer wieder auf deine Community einzugehen und sie immer weiter zu vergrößern und vielleicht nachher dann auch zu sagen, okay, ich habe hier Folgendes, dann gehst du zu Social Media und hast vielleicht eine Facebook-Gruppe oder ähnliches und kannst sie dahin einladen. Aber du hast schon Leute, die du direkt adressieren kannst. Und dann kommen wir von da auch gleich zu Punkt 5, dem letzten Punkt. Ich will jetzt auch nicht hier so lange einen Monolog halten und dich lange hinhalten. Punkt 5 ist dann, dass du deinen Expertenstatus natürlich auch etablierst. Du zeigst dich, du bietest tolle Inhalte, du bietest eventuell oder hoffentlich schon Lösungen an, sodass deine Zuschauer auch direkt was mitnehmen, dass die sagen, wow, das war ein cooles Webinar, weil Webinare müssen nicht immer Verkaufsveranstaltungen sein und das sollten sie auch nicht. Also ich habe diesen Trend damals beobachtet, als es anfing mit Webinaren, hat kein Mensch damit verkauft, sondern es ging wirklich darum, einfach Informationen zu vermitteln und Trainings zu geben und ähnliches. Und irgendwann kehrte das dann um in so eine Lounge-Geschichte, also plötzlich war es nur noch Online-Marketing-Tool. Jetzt geht es aber wieder ein bisschen zurück, weil die Leute es wirklich leid sind eigentlich, 3 Minuten irgendwas zu hören und dann kommt schon das Verkaufen des Produktes. Das wollen wir hier gar nicht. Am Anfang hast du auch kein Produkt zu verkaufen. Da geht es wirklich darum, deine Inhalte zu zeigen, dich zu zeigen und herauszufinden, was deiner Zielgruppe gefällt und wie ihr sozusagen weitermacht. Beide zusammen, weil nämlich dein Expertenstatus etabliert sich, heißt, es werden mehr Leute kommen und dadurch hast du auch eine größere Reichweite. Du baust eigentlich das alles schon recht schnell auf, was du mit einem Blog und Einträgen bei Facebook und so weiter, recht mühselig und erst Step by Step viel, viel langsamer aufbauen könntest. Ja, das waren die 5 Gründe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen. Und vor allem hoffe ich, dass du es natürlich auch ausprobierst. Teste es einfach mal. Ich weiß, es ist eine kleine Überwindung, das erste Webinar zu starten, aber du schaffst das. Da bin ich ganz sicher. Und wenn du mehr wissen möchtest, wie du mit deinem ersten Webinar startest, worauf du achten musst, dann schreib mir das in die Kommentare und ich werde dann auch dazu ein Video aufnehmen. Und denk dran, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Ja, das war's. Ich denke, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.